Weder kannst du mich töten, noch besiegen. Du kannst mich nicht mal erreichen. Hast du mir irgendwas hingeworfen? Eine Schaufel? Oder wirfst du Bomben? Ich glaube, er hat mir nichts geschenkt. Ich glaube, er trollt mich. Hier sind wir schon mal nichts. Ach man, ich will doch mal einfach nur den Enterhaken benutzen können. Los, lass mich hoch. Und trotzdem probierst du's. Zum Trost bekommst du etwas unter Mahnung. Die Musik des Leids, gespielt von Sklaven. Perfekt für einen Sklaven. Komm schon, schneller, gottverdammt! Wir gehen ganz schön hoch hinaus, Alter. Ja, ich verteile jetzt kurz den Fähigkeitspunkt und ist gut, hier, da, zack. Na, ihr Penner. Zack. Okay, da geht's auf jeden Fall nicht durch. Sorry. Das wollte ich nicht. Ich schwör's. Was seid ihr denn alle am Kotzen? Ja, jetzt hört auf hier rumzuschreien, ich will hier nur durch. Hey! Sollst tot sein! Was ist da gerade genau passiert? Wieso liegt jetzt hier ein Kopfloser neben mir? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist seltsam. Na, solltest du der letzte Schreckmoment sein, ja? Verarscht. Ja, ich wurde verarscht. Jetzt könnte Gang. Komm. Weil es sich gehört, alles zu töten. Die Treppe ist aber noch nicht fertig. Crane, Reich sagte, du würdest kommen. Du wurdest angeschossen. Was ist los hier? Das ist die Quittung für unsere Arbeit. Reich hat uns betrogen. Ich bin auf dem Weg nach da oben, Karim. Ich schwöre dir, ich werde den Bastard mit meinen bloßen Händen umbringen. Nicht da lang. Auf den beiden Etagen über uns sind Minen. Geh durch den zweiten Block. So hoch du kannst. Dann kannst du zurückkommen. Danke dir, mein Freund. Oh, das ging ein bisschen schnell, oder? Oh Gott. Noch geisteskrank. Karim konnte dich noch warnen, was? Es war richtig, ihn zu erschießen. Manche würden es für unsportlich halten, dich so ins Visier zu nehmen.
Ich mochte dich lieber, als du noch nicht so viel gequatscht hast. Für mich hat das was damit zu tun, auf Augenhöhe zu sein. Den Ausdruck verstehst du doch, oder? Noch jemand, der explodieren möchte? Ja, man kann auch einfach mal freiwillig runterfallen, ne? Du was? Das ist das falsche Messer. Ja. Jetzt verzieht euch doch mal. Meine Güte. Aha. Aber wie komme ich höher? Im Enterhaken würde ich sagen, GG easy, aber nicht auf die Tour. Einfach weil ich es kann. Und da unten ist das nichts, ne? Ja, da unten ist das nichts. Ist mir egal, Schmerzen muss man ertragen können. Au! So war das nicht gemeint. Ja, dann alles weg mit euch. Nein! Ich hab noch 20 Medikits, ihr könnt mir nichts. Aber ich kann meine Waffe nicht unendlich wieder reparieren, das ist das Problem. Ach, du ahnst es nicht. Oh Gott. Ich glaube, mir wird hier schlecht. Das ist ein bisschen krass. Weil es so viel Spaß macht. Hm. Ach nö, ne? Weißt du, da sprintet man ein einziges Mal nicht. Und dann ist einfach alles für den Arsch. Nicht runterfallen, bitte. Jetzt darfst du gerne runterfallen. So. Ja, sorry und so, aber du sollten mir halt einfach alle im Weg. Vor allem meine Waffe repariert sich danach nicht wieder selber. Sind die alle krank? Oh, ich hab dich gar nicht gesehen, Dude. Multikill. Ernsthaft? Oh mein Gott. Okay. Boah, was haben die sich hier ausgedacht? Ganz ehrlich. Das ist ja nicht mehr normal. Vor allem muss ich nochmal zurück aufs andere Gebäude. Nice. Ich gehe weiter hoch. Klingt, als hätte es wehgetan, Crane.
Lass mich dein Leiden noch intensivieren, Crane. Okay, somit komme ich auf die andere Seite. Boah. Noch höher, einfach noch höher. Und oh Gott, ich kann die Steine so hochschmeißen. Wir enden das Spiel quasi so, wie wir angefangen haben, indem wir über so ein Gerüst laufen. So, aber wie hoch kannst du eigentlich werfen? Und irgendwann geht dir das Gebäude aus, da hast du keine Steine mehr. Ich dachte, hier wäre irgendwas versteckt. Na gut. Da habe ich noch mit Zuri. Du bist raus, Gray. Nein! Ha! Selber schuld, du hast ja das falsche Gebäude ausgesucht. Weißt du, wie oft ich schon in einem Kampf bin? Noch nie. Nie. Niemals. Es gibt immer ein erstes Mal, Kollege. Du bist Mitglied eines exklusiven Clubs. Wo versteckst du dich, Arschloch? Leider ist es ein Club, den ich auflösen werde. The fuck? Ich wollte ihn töten. Immer mit der Ruhe, Freunde. Nur nicht. Genau, wir können einfach auf den Boden gucken, ne? Ganz bequem. Ah. Nein! The fuck? Oh Gott! Ich bin schon runtergefallen und hatte sich doch nochmal festgehalten. Ah, ist das krank. Ist das einfach nur krank. Armer Crane, so überwältigt von Emotionen. Der Wunsch nach Rache lodert in dir. Hass zerfrisst dich. Als ich da oben stand, wusste ich nicht mehr, was oben und was unten ist. Oh Gott. Dieser eine Sprung, ne? Krank. Armer Crane. So überwältigt von Emotionen. Der Wunsch nach Rache lodert in dir. Hass zerfrisst dich. Solche Gefühle machen dich schwach. Oh, ich bitte dich. Mach mal keinen Scheiß hier, Crane. Was? Oh, wie weit noch? Oha. Oha. So sieht man sich wieder. Das hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Du bist tot, Suleiman. Mit dem Ding oder ohne? Komm schon, Crane. Als würde dich das kalt lassen. Wie viele Leben hängen von dieser Disk ab? Hunderte? Tausende? Milliarden? Oh Gott! Dinge, mit denen Zero nicht gerechnet hat. Komm schon, Crane. Als würde dich das kalt lassen. Wie viele Leben hängen von dieser Disk ab? Hunderte? Tausende? Milliarden? Oh Gott.
einer Sache hattest du recht, Crane. Suleiman ist tot. Er starb mit seinem Bruder in dieser Stadt. Du gehörst gar nicht hierher. Du weißt nicht, was Leid ist. Dir werde ich zeigen, Crane. Du wirst mit mir leiden. Nein, 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 nein. Oh. Ja, nur zu. Lass es raus. Tu's. Ich werde mich nicht wehren, wie du Tahir getötet hast. Tu's. Leck mich, Arschloch. Du willst, dass ich meine eigenen Regeln aufstelle? Hier ist Regel 1. Du wirst den Rest deines Scheißlebens Todesqualen leiden. Oh Gott. Lass mich nicht so zurück, Crane. Beweis, dass du ein Mann bist. Mann, könntest du endlich die Fresse halten? Zwischen Leben und Tod, während der GRI mich in ein Krankenhaus bringen wird. Du hast die Ehre, selbst über dein Schicksal zu entscheiden. Gib mir die Disk, damit zumindest die Chance besteht, dass Haran überlebt. Und dein Tod wird schmerzlos sein. Oder weigere dich und die Stadt geht mit dir unter. Okay. Eins, hier. Zwei. Oh Gott, nein! Gefällt dir meine Entscheidung? Arschloch! Was willst du? Ais hatte uns gesagt, dass er die Forschungsdaten habe. Unser einziges Interesse gilt dem Heilmittel. Ihre Chance, Crane. Holen Sie den Rest und kommen Sie mit uns. Ich möchte wirklich sagen, scheiß auf euch alle, aber ich hätte einen Vorschlag. Warum tun wir nicht mal kurz so, als hielten Sie mich nicht für einen kompletten Idioten? Sie brauchen das Heilmittel. Und es ist hier, irgendwo in dieser Stadt. Und solange das so ist, werden Sie sich hüten, wie das Ministerium zu handeln. Crane, was zur Hölle kümmert sie es, was mit den Leuten passiert? Das ist nichts anderes als ein weiterer Auftrag. Oh doch, ist es. Ich melde mich, sobald ich eine Entscheidung getroffen habe. Crane? Hallo Crane, hören Sie mich? Camden hier. Ich höre Sie. Was gibt's, Doktor? Die Analyse der Gewebeproben ist beendet. Die Ergebnisse sind... phänomenal ist wohl nicht übertrieben. Crane, wenn Sie mir Zeras Daten besorgen können, steht einem Heilmittel nichts mehr im Wege. Okay. Das besprechen wir das nächste Mal. Ayo hier. Wie immer, sucht euch in der Nähe ein Versteck und
Bleib dort bis zum Morgen. Gute Nacht und viel Glück. Bittersüß. Oh, Freunde. Das war's dann wohl leider. Ich muss sagen, ich bin schon echt traurig, dass es vorbei ist. Es hätte ruhig nochmal eine dritte Stadt geben können. Oder einen dritten Stadtteil. Mit noch krasseren Gegnern. Ich meine, klar, ich hatte schon keinen Bock, die Gegner zu besiegen, die jetzt auf mich gewartet haben mit dem Troll. Und gut, der Riese war jetzt kein Problem, aber das Baby hat so genervt, alter Freund. Das Baby. Oh. Ich glaube, ich habe immer noch Albträume vom ersten Treffen mit dem Baby, ey. Ja, Freunde, das war Dying Light. Zu einem DLC wird es leider nicht kommen, da es viel zu umständlich wäre, es auf der PlayStation runterzuladen. Ich müsste halt wirklich mit VPN und alles arbeiten und dann ist es fraglich, ob es immer noch funktioniert. Und da erspare ich mir doch lieber den Stress. Und ja, ist mir das Spiel gefallen. Hat man, glaube ich, schon gehört in den ein oder anderen Parts. Das Schlossknacken, klar. Es war halt wieder so dieses Skyrim-Schlossknacken. Es ist nicht, weil ich das nicht kann oder so, weil ich habe das einfach mehrere Jahre über, als ich Skyrim gespielt habe, immer verabscheut. Dieses Schlösserknacken und immer wieder dasselbe und immer dasselbe. Und man kommt einfach nicht voran, weil die Dietriche brechen. Naja. Das also zu den negativen Sachen, Dietriche. Der Rest war einfach super geil. Schade, dass wir nicht noch bessere Waffen gefunden haben, muss ich ehrlich sagen. Hätte gerne noch viel bessere Sachen gefunden. Verschiedene Waffen. Ich meine, wir hatten jetzt eine Schrotflinte, eine AK und eine Pistole. Mir fehlt ja irgendwie so noch die Panzerfaust. Wer weiß, gibt es vielleicht ein DLC, aber so momentan nicht. Ich weiß nicht, was es im DLC gibt. Ich habe mich da auch nicht informiert, weil ich das Ding ja auch nicht runterladen kann. Das ist das Problem. Sonst hätte ich es gerne gemacht. Ich hätte es gerne gemacht. Wenn es so einfach möglich gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Aber leider, du kommst halt... man kann die Datei nicht runterladen, wenn man in Deutschland lebt. Das heißt, eine deutsche IP hat. Muss ich also eine amerikanische IP besorgen. Und wenn du dann aber wieder zu Deutschen wechselst, ist alles so kompliziert. Na gut, Freunde. Ich habe eigentlich gar nicht mal so viel zu sagen. Spiel war klasse, Story war in Ordnung. Es war jetzt nicht der übelste Knaller. Aber ich glaube, darum geht es in diesem Spiel auch nicht. In diesem Spiel geht es einfach nur darum, um Zombies zu zerschmetzeln. Zum Beispiel ein Punkt, den ich nicht verstanden habe, war als... wie ist er nochmal? Der kleine Junge da. Ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Schon so lange her. Ihr wisst schon, der halt dieses Nest hochjagen wollte. Wir hatten ihn am Anfang getroffen. Er hat uns beigebracht, wie wir von einem Dach springen können. Dann haben wir ihn über Stunden nicht wiedergesehen. Und dann, als wir ihn wiedergesehen haben, ist er gestorben. Und wir behaupten, er sei unser bester Freund. Der beste, den wir je hatten. Ja, auf jeden Fall. Diese paar Minuten, die wir mit ihm verbracht haben, haben uns zu besten Freunden gemacht. Und das ist halt so das Unlogische an diesem Spiel. Dieses Spiel denkt nicht weiter, wenn es um Sachen Story geht. Inhaltsmäßig top, Story ein ganz, ganz starker Minuspunkt hier an dieser Stelle, muss ich schon dazu sagen. Ich bin ganz ehrlich, guter Anfang war in Ordnung. Du bist halt bei der GRE. Du wirst von einem anderen GRE-Typen gerettet. Der wahrscheinlich auch noch beauftragt wurde, dich zu retten. Und ist dabei draufgegangen.
Ja, und dann warst du dieser Typi. Gibt selten sowas, aber gut. War auch nicht so originell, muss man schon dazu sagen. Es ist jetzt nicht der übelste Hype, der ausgebrochen, als ich das bemerkt habe. Es war nett zu wissen, dass er auch ein GRE-Agent war. Aber es hat mich jetzt nicht zum Jubeln gebracht oder so. Naja, und der Rest ist halt einfach Standard. Kommst du irgendwo an, bist erstmal ein Vollidiot und schmeißt die ganze Medizin weg. Obwohl du selber die Medizin brauchst. Dann triffst du einen Bösewicht. Bösewicht nimmt dir etwas weg. Du rächst dich am Bösewicht. Standard. Also im Normalfall ist es eine Frau. In diesem Fall hat mir die Frau sogar nichts bedeutet. Ich meine, ich als Spieler habe dann diese Frau gesehen und es war mir eigentlich scheißegal. Es war mir scheißegal. Weil ich kannte sie nicht. Also ich habe die zweimal, dreimal getroffen. Sie hat mir mal Hallo gesagt, weißt du. Und dann, ja, ist sie zum Zombie geworden. Das ist echt schön für sie. Karim hieß er, glaube ich. Karim. Karim hieß der Junge, genau. Karim. Genauso wie bei Karim. Ja, Karim. Er war mein bester Freund. Der beste, den ich je hatte. Ich kannte ihn 10 Minuten. Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Jedenfalls für ein paar Stunden. Ganz komisch. Also, die haben da nicht zu Ende gedacht. Die haben sich gedacht, oh, ist das awesome. Wir machen das einfach so, dass er sich mit dem Jungen anfreundet und der Junge wird zum Zombie. Ja, genau. Aber umsetzen wird das mein kleines Mädchen. Meine Tochter wird das umsetzen. So kann man sich das in etwa vorstellen. Also storymäßig war ganz schlecht, ganz schlecht. Ich will dir jetzt nicht sagen, dass es so schlecht war, weil das es zum Kotzen war oder so. Nein, es war einfach nur, die Story war schlecht. Das Geschriebene, was sie sich ausgedacht haben. Alles andere war in Ordnung. Ich muss noch was zu trinken einkippen. Kleiner Moment. Naja, ansonsten, der Rest ist einfach nur genial. Mit den Waffen zusammenbasteln. Die einzelnen Perks. Vieles hat Sinn ergeben, einiges nicht. Aber so ist das halt bei Perks. Nicht alles ergibt natürlich Sinn. Muss es auch nicht. Einzige, was es machen soll, ist Spaß machen. Und ich denke mal auch, der Hauptfokus dieses Spiels ist eher der Multiplayer gewesen. Das ist genauso wie... Ne, nehmen wir Battlefield. Battlefield hat auch immer diesen lustlosen Story-Quatsch. Zum Beispiel mit Ghosts. War auch so, ja, 0815 Actionfilm. Was du da gespielt hast. Auch noch linear. Von daher. Aber gut, Freunde. Ich sollte jetzt aufhören zu reden, weil ich kann schon gar nicht mehr reden. Mein Hals kratzt gerade schon so stark. Und ich kann mich gerade schwer konzentrieren, einen Gedanken zu fassen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Projekt um 20 Uhr wieder. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich würde euch am liebsten sagen, dass ihr es jetzt kaufen könnt. Wenn es euch gefallen hat, es ist aber ein bisschen schwerer, da ranzukommen. Es sei denn... Nee, ich glaube, über Steam kommst du auch nicht ran. Naja, was soll's. Freunde, ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Credits. Ich weise nochmal darauf hin, nach den Credits kann jederzeit noch eine kleine Szene kommen. Das heißt, ich werde jetzt hier sitzen und ein bisschen chillen und guckt mir an, was gleich noch passiert. Haut rein, euer Zero. Tschüss.